Das Volksbad Prenzlauer Berg in der Oderberger Straße wurde im Zuge eines richtigen Programms entwickelt. Und es sollte so eine Art Ring um das Zentrum Berlins von Badeanstalten entstehen. Das heißt, verschiedene Bezirke waren betroffen und man machte sich Gedanken, welchen Standard sollten die Bäder haben, wie sollten sie aussehen. Das heißt, das erste Mal entstand so eine Art von Typus. Geschwommen wurde dann seit der Eröffnung um 1900 herum bis 1986. Dann war erstmal Schluss mit Schwimmen. Mittlerweile ist das Bad wieder eröffnet, es wurde saniert und ist seit kurzem wieder zugänglich. Nicht nur für die Hotelgäste, denn es gibt auf dem Gelände das Hotel Oderberger, sondern auch für jeden anderen. Hallo! So, Sie möchten einfach schwimmen gehen. Es gibt heute eine technische Raffinesse, und zwar kann der Beckenboden angehoben werden, das Wasser wird rausgelassen und es dient also nicht nur als Schwimmbecken, sondern kann auch für Veranstaltungen genutzt werden. Nach der Veranstaltung wird der Boden wieder abgesenkt, das Wasser eingelassen und die Badegäste können wieder kommen.